Ihr seid unsere Zukunft, ihr seid die jüngste Gruppe hier. Hattet ihr Spaß ein bisschen beim Üben? Ja, mega, wir haben es richtig gut verstanden. Wir haben echt eine Verbindung aufgebaut an diesem einen Tag. Ja. Das sieht ja so ein bisschen aus wie ABBA so. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Süße Truppe, ja. Oh. Wow, was geht denn da? From walking home and talking loud to seeing shows and even close with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. Now we're slipping near the edge, holding something we don't need. All our illusion in our hands, gonna keep us to our heat. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? We're throwing clothes across the floor to teeth and clothes and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny our reflection changed. Becoming something else, I think I should be walk away. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me, and I'll be me. Trying to fit your head inside of mine, 'cause we know we just don't belong. Bei ihr stellt es mir richtig so wirklich die Federn auf. Trying to push this problem up the hill, it's just too heavy to hold. Think now's the time to let it slide. So come on, let it go, just let it be. Why do you be you and I'll be me? And everything is broken. Geschafft. Ja, ihr Lieben, ihr wart alle echt ein Augenschmaus. Ganz süße Geschichte. Ja, mir hat am besten gefallen mit Abstand Nicole. Weil da alles zusammenpasst. Du hast eine gute Stimme. Du hast viel Gefühl, du siehst prima aus. Ich finde, dass du das wirklich verdient hast, hier zu stehen und singen zu dürfen, weil du es einfach kannst. Ja. Das ist auf einem ganz, ganz, ganz professionellen Level, was du da machst. Dankeschön. Bei dir, Elvin, du kannst viel, du versuchst viel reinzupacken, aber es ist manchmal einfach zu viel. Elvin, du hast einen krassen Vorteil, wirklich. Das ist deine Stimmfarbe. Weil man kann so gut singen, wie man will. Wenn man keine schöne Stimmfarbe hat, dann bringt das auch nichts. Und die hast du. Und das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Dankeschön. Wie du die Töne da rausgeballert hast, das ist ja echt schwer zum Teil. Ja? Und dadurch, dass die Stimme so wirklich einen Wiedererkennungswert hat, dadurch kommt da natürlich auch was rüber. Liron, gesanglich könnte es langsam eng werden. Also das hat mir jetzt am wenigsten gut gefallen. Ich fand das also jetzt nicht mal, dass der Gesang jetzt so schlecht war. Also vielleicht hast du mich auch zu sehr abgelenkt, weil du hast so eine tolle Performance. Also das hätte ich mich niemals getraut mit 16, ja. Das ist schon toll. Dankeschön. Caro, mein Schatz.
Caro, ich habe inzwischen ein bisschen bereut, dass ich dir die Goldene gegeben habe. Ich glaube, die anderen Runden hätten dir gut getan. Ich merke, dass ich dir dadurch ein bisschen Last gegeben habe. Ich habe deine Nervosität gespürt. Es war so sehr da, viel, viel mehr wie bei den anderen, weil du wusstest natürlich, jetzt musst du zeigen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Die anderen haben schon mal ein bisschen hier sich durchgeboxt. Es war ein bisschen unbeholfen. Da musst du wirklich aus dir rauskommen, aber das schaffst du. Da ist schon eine ganz schöne Power dahinter. Du weißt ja nicht genau, wie und was du mit deiner Stimme machen sollst. Manchmal hast du sie einfach volle Rotz rausgehauen und dann brach das wieder ein bisschen ins Nichts zusammen. Ganz ehrlich, du bist eben jung. Dir fehlt natürlich wirklich diese ganze Aufbauphase da. Das sah ganz verloren aus, als wenn du gar nicht weißt, wo du hier bist. Ja. Okay, vielen Dank. Danke auch. Dankeschön. Viel Lob für die einen, aber auch viel Kritik. Wie stecken die Youngster das weg? Von der Performance her bin ich eigentlich zufrieden mit. Was ich schade finde, eben, dass Caro, meine Partnerin sozusagen, dass das nicht so angekommen ist, wie es sollte. Warum weißt du? Was? Die Kritik fand ich zu hart. Es war ihr zweiter Auftritt vor der Jury. Das ist schwierig. Aber ich denke trotzdem, dass sie gute Chancen hat. War es das schon für Caro? Drei Kandidaten müssen heute wieder gehen. Ihre Gruppe hofft, dass sie bleiben kann. Wir haben die beste Kritik bekommen. Lisa meinte, dass ich die Beste bin. Und natürlich schmeichelt uns das und wir sind sehr, sehr froh drüber. Aber auf der anderen Seite sind wir auch traurig, dass es jetzt Caro nicht gut geht. Wir wissen alle, dass Caro was drauf hat. Sie hat wirklich drauf. Sie kann performen, sie kann singen. Also ich finde, sie hat alles gegeben, was sie konnte. Die Jury entscheidet nachher, ob das gereicht hat.